Michael Ballack nimmt nicht an der Weltmeisterschaft teil. Wie ist Ihre Reaktion darauf? Ja, schlimm. Die Stütze von der ganzen deutschen Mannschaft gehört hat leider persönlich nicht gehabt. Ah, ich bedauere es schon sehr. Also schade, es wäre ein wichtiger Mann gewesen. Spielführer. Und ich glaube, der Einzige, der in dieser Mannschaft das Heft in die Hand nehmen kann. Also schade drum. Ist natürlich sehr schade für ganz Deutschland. Jetzt wird es nochmal schwieriger bei der WM. Aber wir haben eine super, super junge Mannschaft und wird auf alle Fälle auch ohne ihn gehen, denke ich mal. Der Ballack ist der beste Spieler. Es tut mir sehr leid, dass er nicht spielen kann. Ja? Aber ich hoffe, dass er das schafft. Ich kann nur sagen, es ist positiv, weil er hat Unruhe hineingebracht und er ist der Führungsleader und hat gemeint, er kann die Mannschaft der Lord dirigieren. Also ich gehe davon aus, dass das ein positives Signal ist. Wer soll den Ballack ersetzen? Es gibt mehrere. Das ist der Schweinsteiger im Mittelfeld und der Lahm und so weiter und so fort. Ich denke, dass es vielleicht Schweinsteiger und Groß machen könnte. Es geht ohne ihn. Der Schweinsteiger hoffentlich schafft es irgendwie dann. Aber es ist natürlich ein großer Verlust. Also man kann nur hoffen, dass es ohne ihn dann klappt. Was sagen Sie ganz generell zu dieser Art von Foul? Sollte man dann nicht stärker vorgehen, auch vielleicht strafrechtlich? Naja, strafrechtlich ist wahrscheinlich sehr schwierig. Aber wenn ich mir das Foul betrachte gegenüber dem Foul, das der Ribéry gemacht hat, dann sollte das wesentlich härter bestraft werden. Also das Foul habe ich schon gehört, das finde ich jetzt gar nicht gut von ihm. Und er sollte, der andere Spieler sollte jetzt auch vom Spiel das rausgeschmissen werden. Das hat das ist ein bisschen arg knapp, gell? Ich meine, ist super, magst du spielen sein, das ist Körperverletzung, gell? So schaut es aus. Es war ein absolut brutales Foul von hinten, keine Chance auf den Ball. Also absolut Tätlichkeit und rote Karte. Ja, das ist Tagesordnung. Das wird es immer wieder geben, das war früher so. Und das wird es immer wieder geben, das ist eine Diskussion. Aber das ist Fußball, das ist Mannschaftssport, das ist ein harter Sport. Und das ist immer so. Und Ihr Tipp fürs Abschneiden der deutschen Mannschaft? Viertelfinale, mehr ist nicht dran, denke ich. Ich setze auf Finale und ich glaube, dass wir es dieses Jahr schaffen.